Der Bluff des Bewahrers von Matt Dunn. Ich sollte wohl deutlich machen, dass ich nichts mit dem Schreckenslord oder von wem Januk sonst gesprochen hat zu tun haben wollte. Ich wollte nur dieses blöde kleine Fläschchen an den Kerl verkaufen, für den ich es besorgen sollte. Das hätte ein Kinderspiel sein sollen. Aber wenn man Ezreal heißt, laufen die Dinge früher oder später immer aus dem Boot. Aus dem Ruder? Wie auch immer. Januk war ein rotbärtiger Freljörder mit tiefen Taschen und großem Appetit, den es hierher verschlagen hatte. Seine Arbeitgeber wussten nichts davon, dass er in seinem eigenen Haus Relikte und Kunstwerke hortete, von denen er die Hälfte illegal aus Grabstätten oder Museen geplündert hatte. Er liebte es, inmitten seiner Sammlung zu speisen. Wie einige der Stücke bezeugen können, hatten wir in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet und dabei hat er mich nur zweimal betrogen. Naja, 2,5 Mal, wenn ich mit einrechne, dass er meine Tarnung auffliegen ließ, nachdem wir das Wrack der Echelons Dämmerung bereits geborgen hatten. Zu Januks Verteidigung muss man sagen, dass Bezahlung nie ein Problem war, was es mir ausgesprochen schwer macht, einen Groll gegen ihn zu hegen. Ezreal, sagte er und schob seinen Teller beiseite. In seinen Zahnzwischenräumen steckte noch Lammfleisch. Hast du es gefunden? Mit es meinte er das Elixier von Uloa. Und ja, ich hatte es tatsächlich aus einer mit Fallen gespickten Hütte im Dschungel bei Pareta geholt. Ich zog das Fläschchen, das aus Knochen und Kristall bestand, aus meinem Beutel. Kühl lag es in meiner Handfläche. Das, was du suchst, habe ich genau hier, sagte ich und hielt das Fläschchen hoch. Interessanter Behälter. Ich würde schätzen, es stammt aus einer Zeit noch vor der shurimanischen Klassik. Das bisschen zähe Flüssigkeit darin schimmerte im Mondlicht, Januks Augen weiteten sich. Ich beschloss, alles noch etwas dramatischer zu gestalten. Ich sag dir was, das hier ist kein gewöhnliches uraltes Serum. Es ist ein tragfähiges uraltes Serum. Der ganze Ort ist um mich herum zusammengestürzt. Ich bin nur knapp mit dem Leben davongekommen. Das Elixier. Januks Stimme nahm einen ehrfürchtigen Klang an, den ich noch nie gehört hatte. Ein einziger Tropfen kann den Durst der Seele für tausende Jahre stillen, kann eine Menschenhaut so robust wie Petrizid verleihen. Seine gierigen Hände griffen danach. Ich zog es außer Reichweite. Nicht so schnell, Januk. Schon gut, schon gut, schon gut, murmelte er und tastete ungeschickt nach dem Schubladenschlüssel seines Schreibtischs. Dein Lohn. Wir haben 60.000 abgemacht. Und volle Zulassung zur Gilde. Vergiss das nicht. Man hatte mir in meinem Leben so oft Zugang zu so vielen Orten versagt. Bars, Schulen, sogar einer Sona-Aufführung. Aber die Forschergilde von Pildover schmerzte am meisten. Wie oft hatte ich schon mein Leben im Einsatz riskiert? Undankbares Gesindel. Januk sah mich finster an. Die Gilde hat nicht besonders viel für dich übrig, Ezreal. Ich kann nicht behaupten, dass ich es ihnen verüble. Schließlich habe ich in der Vergangenheit mit dir gearbeitet. Er schenkte sich etwas Bernsteinwein aus einer Karaffe ein und nahm einen Schluck. Du wolltest mich in diesem noxianischen Gefängnis verrotten lassen. Das war meine Rache für die Echelons Dämmerung. Und das war meine Rache für die Karte. Die war meine Rache für irgendetwas anderes, das du angestellt hast. Ich knirschte mit den Zähnen. Wahrscheinlich. Allmählich wurde ich unruhig. Ich bereitete mich darauf vor, überstürzt zu verschwinden. Komm schon, die Zulassung war die Hälfte der Vereinbarung, erinnerte ich ihn. Wenn du dich nicht daran halten willst, kann ich bestimmt einen anderen Käufer finden. Sein schallendes Gelächter ließ die Anspannung weichen. Was glaubst du, weshalb ich weiterhin mit dir Geschäfte mache? Weil ich dich mag. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und eine gemeinsame Vergangenheit ist immer gut fürs Geschäft. Er trank aus. Lass mich den Brief aus meinem Arbeitszimmer holen. Einen Moment bitte. Käufer, die die Bezahlung in ihrem Arbeitszimmer aufbewahren? Der Trick ist so alt, dass er einen Bart hat. Wahrscheinlich würde er zurückkommen und ein Steinschlossgewehr auf mein hübsches Gesicht richten. Um mir die Zeit zu vertreiben, betrachtete ich seine Artefaktsammlung. Dort waren einige, die ich in seinem Auftrag beschafft hatte. Dann fiel mein Blick auf etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Etwas Neues, eine Steinglocke, die ungefähr so groß war wie eine Hauskatze. Ihre Unterseite war mit einer seltsamen Inschrift versehen. Ich trat heran, um sie aus der Nähe zu betrachten. Das ist Ochnun, rief Januk.
die Sprache der Toten, hinter dem Schleier der Sterblichen entstanden und nur im Jenseits gesprochen. Irgendwie spürte ich hinterhältige Schwingungen und wirbelte herum. Janook hatte nicht nur ein Steinschlossgewehr, er hatte zwei. Ezreal, es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass die Gilde deinen Antrag erneut abgelehnt hat. Er kam näher und trat ins Licht. Der Schreckenslord wird sich wieder erheben und das Elixier wird dafür sorgen. Ein Schreckenslord? Na ganz toll. Ich war dieses Mal so dicht dran. Mein Handschuh lud sich auf. Zorn ist ein wunderbarer Arcana-Motivator. Nutze ihn, solange du kannst, sage ich immer. Ich hob meinen Arm, Janook feuerte seine Gewehre ab. Es hieß Magie gegen Bleikugeln. Überraschung, die Magie gewann. Magie gewinnt immer. Die stumpfen Metallkugeln glühten in meinem Magiestoß weiß auf und verpufften auf der anderen Seite zu silbernem Dampf. Aber wenn jemand ein doppeltes Spiel treibt, muss man doppelt vorsichtig sein, also lud ich meinen Handschuh schnell wieder auf. Ein leises Zischen war zu hören, dann ein Ploppen und ich stand direkt hinter Janook. Über kurze Entfernungen zu teleportieren ist nicht allzu anstrengend für mich, also legte ich meine behandschuhte Hand auf seinen großen, dummen Hinterkopf, bevor er sich umdrehen konnte. Lass die Waffen fallen, Janook! Bin dir bereits einen Schritt voraus! Oh, das klang überhaupt nicht gut. Ich warf einen Blick nach unten. Tatsächlich lagen die Gewehre zu seinen Füßen. Hatte ich erwähnt, dass Janook stark war? Denn er ist super stark! Er packte meinen Handschuh mit einer Hand, riss mich mit der anderen über seine Schulter und ließ mich mit voller Wucht durch seinen Schreibtisch hindurchkrachen. Die verfluchte Steinglocke drückte gegen mein Rückgrat. Ich sah weiß und Splitter, viele winzige Splitter. Janook trat mir als Dreingabe noch in die Rippen. Er wand mir das Elixier von Uloa aus den zitternden Fingern, zog den Stopfen ab und nahm einen tiefen Zug. Dein lächerlicher Handschuh kann einem Unsterblichen nichts anhaben. Das Elixier ist eine Fälschung, krächzte ich. Hat aber beinahe die richtige Färbung. Ich hielt ein anderes, weitaus weniger spektakuläres Fläschchen hoch. Das ist das echte Elixier. Du hast gerade Sandwespengift aus einem billigen Souvenirschmuckbehälter getrunken. Janook linste in das leere Fläschchen und sein Gesicht verzog sich, als ob er saure Milch getrunken hätte. Der Fairness halber muss man sagen, dass saure Milch für sein Verdauungssystem weitaus verträglicher gewesen wäre. Ich zuckte zusammen, als ich mich wieder auf die Füße zog. Er hatte mich unnötig hart getreten, aber wenigstens hatte er mein Gesicht verschont. Ich an deiner Stelle würde mich in den nächsten paar Tagen nicht allzu weit vom Klosett entfernen, fügte ich hinzu. Er warf den hübschen Behälter zu Boden, klappte vornüber und stöhnte. Sandwespengift wirkt schnell und heftig. Oh, du bockiger Kleiner, das werde ich dir heimzahlen. Ich zuckte mit den Schultern, hob dann meinen Handschuh und feuerte noch einen Stoß magischer Energie auf die Wand ab. Das Mauerwerk knackte, schmolz und explodierte nach außen. Überall flatterte Papier. Ich hob die Glocke auf und ging neben Janooks neuem Fenster in die Hocke. War mir wie immer ein Vergnügen, sagte ich. Ich werde dir für den, Umbau nichts berechnen. Ich hüpfte durch das Loch, kletterte am Mauerwerk hinunter und sprang auf ein Dach in der Nähe. Ich wollte aus verschiedenen Gründen so schnell wie möglich, so weit wie möglich von Janook weg sein. Zugegeben, das Sandwespengift war der Hauptgrund. Es würde am nächsten Morgen nicht besonders schön dort aussehen. Während ich floh, besah ich mir meine neueste Errungenschaft etwas näher. Was immer sie sonst noch sein mochte, in der Ochnun-Glocke schlummerte auf jeden Fall eine dunkle Energie. Sobald die Forschergilde einen Blick auf dieses Stück erhaschte, war ich ein todsicherer Kandidat für die Zulassung. Mit einer Feier zu meinen Ehren vielleicht? Schließlich hatte ich gerade im Alleingang verhindert, dass irgendein Schreckenslord wieder von den Toten auferstand. Schlussendlich war das alles, was zählte.